Eure Zahnbürste ist für euch jeden Tag im Einsatz, putzt Speisereste und Bakterien von den Zähnen. Und habt ihr euch nicht eigentlich mal gefragt, ob es nicht eklig ist, dass ihr die Zahnbürste selber nicht reinigt? Auf diese Frage gehe ich in dem Video ein. Ich erkläre euch, was ihr machen könnt, damit eure Zahnbürste wirklich hygienisch rein ist und wann ihr sie auf jeden Fall wechseln solltet. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner, ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es mit dem Video jedoch losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch gern auf Abonnieren und dann geht's jetzt los. Wie eingangs geschildert, jedem ist klar, zweimal täglich Zähne putzen, das wissen wir, auch 2 Minuten Minimum ist klar, doch die wenigsten wissen eigentlich, was sie mit der Zahnbürste selbst machen sollen. Muss die geputzt werden? Muss man da irgendwas Spezielles benutzen? Muss man die einlegen? Oder sollte man so ein kleines UV-Gerät kaufen? Was ist denn da eigentlich die richtige Lösung? Gleich vorweg habe ich die 2 allerwichtigsten Tipps aus dem Video. Ihr solltet eure Zahnbürste alle 3 Monate tauschen und ihr solltet eure Zahnbürste auf jeden Fall tauschen, wenn ihr, so wie ich jetzt momentan, krank seid. Dann habt ihr einfach so viele Bakterien auf den kleinen Borstenoberflächen, die lassen sich nicht mehr entfernen. Tauscht einfach den Bürstenkopf aus. Doch was ist in der Zwischenzeit? Also was ist täglich? Was solltet ihr täglich machen? Eigentlich reicht es aus, wenn ihr die Zahnbürste nach dem Putzen einfach mit heißem Wasser gut abspült. Also der Bürstenkopf sollte keine Reste mehr enthalten, auch keine Zahnpasta. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Zahnbürste gut durchtrocknet. Also sie sollte aufrecht trocknen. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist die Zahnbürste, wenn ihr zum Beispiel auf Reisen seid, in so ein kleines Etui legen und schließen, weil wir einfach die Gefahr haben, dass mit der Feuchtigkeit sich die Bakterien eher vermehren. Also Luft trocknen ist wirklich key. Das gilt für die Handzahnbürste. Doch was ist mit der elektrischen Zahnbürste? Was solltet ihr hier machen? Hier ist es ganz wichtig, zum einen auch den Borstenkopf ordentlich abzuspülen. Keine Speisereste mehr, keine Zahnpasta. Und dann solltet ihr das Ganze einmal umdrehen, denn wir haben bei den Aufsteckbürsten von der elektrischen Zahnbürste immer einen Hohlraum. Hier ist es wichtig, besonders bei den rotierend oszillierenden Bürstenköpfen, das sind die mit dem runden Kopf, dass ihr auch den Hohlraum gründlich ausspült. Und dann stellt ihr den Bürstenkopf aufrecht in ein kleines Gläschen, damit es durchtrocknen kann. Zusätzlich solltet ihr regelmäßig das Handstück reinigen, an der Stelle, wo ihr das Bürstenköpfchen aufsteckt. Da hat man häufig Zahnpasta, die sich einfach um den Rand sammelt und auch nochmal unter dem Handstück auf der Ladestation. Das sind all die Flächen, wo, wenn ihr die Zähne geputzt habt, die Zahnpasta so ein bisschen runterläuft. Am wichtigsten ist natürlich für eure Mundhygiene der Bürstenkopf, aber auch die anderen Stellen sollten ordentlich gereinigt werden, damit eure Zahnbürste gut und lange hält. Genau, also das sind die Basics. Das sollte jeder machen und wenn ihr das macht, dann seid ihr schon eigentlich, fahrt ihr richtig gut, ihr habt kein gesundheitliches Risiko. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr würdet gern ein bisschen mehr machen, dann könnt ihr die Zahnbürste einmal in der Woche in eine Mundspüllösung legen. Das ist auch ganz egal, welche ihr nehmt. Ihr könnt zum Beispiel auch diese Gebissreiniger-Tabs nehmen, die löst ihr einfach in einem Wasserglas auf. Dann stellt ihr die Bürste kopfüber rein, sodass die ganzen Borsten gut mit der Flüssigkeit bedeckt sind und lasst das Ganze für eine halbe Stunde stehen. So habt ihr wirklich eine gute Bakterienabtötung zusätzlich. Das ist noch so ein kleines Extra. Jetzt wird sicherlich die Frage zusätzlich noch kommen, was ist mit einem UV-Reinigungsgerät? Ich kann mich auch noch erinnern, früher gab es so Sets mit den oszillierenden Zahnbürsten der ersten Generation. Da war eine Munddusche dran und manchmal so ein kleines UV-Reinigungsgerät. Dann konnte man noch so die Bürstenköpfe aufstecken und man konnte sie aber auch in das UV-Reinigungsgerät reinstecken. Diese Geräte sind eine ganz nette Geschichte. Sie töten die Bakterien ab über das UV-Licht. Allerdings werden nicht alle Bakterien unserer Mundflora getötet, sondern nur einige. Das heißt, es ist ein nettes Add-on, es solltet ihr aber zum Schluss machen. Und es macht auch nur Sinn, wenn ihr den Zahnbürstenkopf vorher in einer Mundspüllösung desinfiziert und danach nochmal ein UV-Reinigungsgerät nehmt. Dann habt ihr wirklich eine super reine Zahnbürste. Wenn ihr sie dann noch alle 3 Monate tauscht, perfekt. Genau. Aber für alle, die von uns, und ich mache es auch nicht, keine Lust auf den Aufwand haben, es reicht, sie wirklich gut abzuspülen. Ich hoffe, ich konnte diese Frage, wenn ihr sie euch jemals gestellt habt, vielleicht habt ihr sie auch niemals gestellt, beantworten. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Zahnbürste reinigt. Habt ihr da irgendwelche besonderen Tipps, vielleicht gerade für die elektrischen Zahnbürste? Da finde ich das relativ schwer, auch den oszillierenden Bürstenkopf immer richtig schön trocken zu bekommen. Immer her mit euren Tipps und
Wenn ihr weitere Wünsche habt für Videos oder euch noch ein bisschen informieren wollt über die elektrische Zahnbürste, da haben wir schon einiges gedreht. Genau, schaut es euch einfach mal an und bis dahin.